So hat ein Kärntner ein lebenslanges Fahrradverbot bekommen. Laut dem Verwaltungsgerichtshof ist er nämlich eine notorische Gefahr für die Sicherheit. Was hat er angestellt? Der Kärntner verursachte am 17. September 2019 im Bezirk Hermagor mit dem Fahrrad einen Verkehrsunfall, bei dem er sich selbst den linken Oberschenkel brach und eine schwere Gehirnerschütterung erlitt. Der Alkoholvortest ergab 2,94 Promille. Am 27. Dezember 2020 fuhr er wieder mit Alkohol im Blut Fahrrad. Damals mit 1,6 Promille, am 23. März 2022 dann wieder mit 0,9. Ihm wurde daraufhin ein unbefristetes Lenkverbot für Fahrräder verhängt. Nach einem amtsärztlichen Gutachten wurde dieses aber wieder aufgehoben. Der Kärntner fuhr dann aber am 24. September 2022 erneut mit 1,42 Promille auf einem Radweg. Das unbefristete Lenkverbot wurde dann wieder reaktiviert. Das gefiel dem Radfahrer gar nicht und er erhob beim Landesverwaltungsgericht Beschwerde. Er leide nicht unter einer chronischen Alkoholsucht, sondern trinke nur gelegentlich Alkohol und fahre dann mit seinem Fahrrad auf Radwegen. Dies sei die einzige Möglichkeit für ihn, mobil zu sein, lautete die Begründung. Das Landesverwaltungsgericht gab der Beschwerde statt und legte das Lenkverbot befristet bis zum 7. Oktober 2023 fest. Die BH Hermagor zog den Fall aber weiter an den Verwaltungsgerichtshof. Dieser entschied, dass davon auszugehen ist, dass der Mann wieder betrunken Fahrrad fährt und er damit auch in Zukunft die Sicherheit im Straßenverkehr gefährdet. Mehr skurrile Geschichten findest du auf heute.at über den Link in der Bio.